Dirndl, Lederhosen und Bier. Nein, die Rede ist hier nicht vom Münchner Oktoberfest, die Rede ist vom Brasswiesen-Festival in Eching. Hier treffen sich Menschen aller Altersgruppen, um ein Festival mit bayerischem Bier, dem ein oder anderen kulinarischen Schmankerl und natürlich der passenden Musik zu feiern. Weil wir natürlich schon aus Bayern sind, wollen eigentlich die Kultur ein bisschen vielleicht ein bisschen nicht verändern oder so, aber mal anders darstellen, wie es von traditionellen Bierzeiten ist, ein klassisches Festival machen. Das gibt es deutschlandweit gar nicht und das wird man mal versuchen und das haben wir vor 3 Jahren ausprobiert. Es war vielleicht schwer am Anfang, aber es hat sich relativ schnell etabliert und da können wir jetzt schon auf eine gute Zeit zurückblicken. Neben der traumhaften Location am Echinger See kann sich im mittlerweile 3. Veranstaltungsjahr auch das Line-up sehen lassen. Wohlklingende Namen wie Moop Mama, Labras, Banda und Heindling lassen es sich nicht entgehen, auf der Bühne ihre Kunst zu präsentieren. Die einzige, was wirklich zählt auf der Welt für die, ist Geld. Twitter. Es macht Spaß, bei so einem wunderschönen, warmen Wetter Open Air zum Spielen. Viele Bläser, Bands sind da und das Gefühl ist einfach wunderbar und das hat schon was zum Tor mit einem gewissen anderen Heimatgefühl. Also für uns ist es auch relativ einzigartig. Wir sind jetzt nicht so oft auf Festivals, die hauptsächlich Brass-Musik bieten oder so. Also wir spielen auf ganz unterschiedlichen Festivals, aber schon was Unterschiedliches hier auf jeden Fall. Die individuellen Festivalbesucher und auch die bunte Mischung der Bands machen das Wochenende in Eching zu dem, was es ist. Eine Veranstaltung, auf der weder zählt, wie alt man ist, noch woher man kommt. Denn nicht nur die Echinger haben gemerkt, dass das Festival einen Besuch wert ist. Brasswiesen, warum kommt man denn aus Baden-Baden extra dafür heute hier an den Echinger See? Wir sind schon zum 2. Mal hier. Und zwar haben wir es im Internet gelesen letztes Jahr und war es schön letztes Jahr, jetzt sind wir wieder da. Ja, also ich finde, es ist einfach eine geile Stimmung hier, ja. Also auf dem Zeltplatz ist es einfach super Gaudi. Die Bands sind super, jetzt haben wir gerade Heindling gehört, habe ich super toll gefunden. Wer nicht da ist, verpasst was, sagen wir es so. Doch ist das alles nur ein Trend? Veranstalter Alexander Wolf ist der Meinung, dass das Festival durchaus Potenzial hat, auch noch die nächsten paar Jahre stattzufinden. Und dafür ist man auch bereit, einiges an Zeit und Herzblut zu investieren, um die Brasswiesen noch attraktiver zu gestalten. Also ich hätte gern Obergreiner Musik ein bisschen mehr. Dann eventuell werden wir eine zusätzliche Bühne machen, aber das ist noch nicht raus. Also wir haben noch nichts besprochen, aber das sind so ein paar Ideen, was wir jetzt mal auf den Tisch legen. In diesem Sinne, na dann, bis zum nächsten Jahr.